Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. So, wir werden jetzt mal weitergehen zum Vivantal, um die vorletzte Nebenquest vorerst mal zu machen, bevor es nicht in der Story weitergeht. Nebenquest Nummer 11, Vivant-Zwillinge. Ah, ja genau. Schickt die neuen Rekruten her und dann treibt noch mal ein halbes Dutzend zusammen. Was tut ihr denn da? Genau das, wonach es aussieht. Ein Vivant-Retter ohne Vivant ist einfach nur ein Kerl mit einer Echsenmütze. Stimmt. Vivant sind die heiligen Wächter über dieses Land. Es sind nicht einfach nur bessere Pferde, denen man einen Maulkorb anlegen kann. Ich würde dir einen Maulkorb anlegen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Außer wie die Dinge stehen, nehme ich einen schnelleren Weg. Und tschüss. Okay. Nein, lauft weg. Eure Befehle, mein Anführer. Entschuldigung, da ging es wieder mit euch. Es könnte dann noch nervtötender werden, wenn sich das herumspricht. Also, ja, am besten bringt ihr alle um. Okay. Wo führt dieser Weg hin? Zum Vivantal, mein Prinz. Hier gibt es die meisten wildlebenden Vivant in Wallen. Das klingt interessant. Apropos Wallen, wir sollten nicht bei der Story weitergehen. Aber bald. Wir müssen aufpassen und Abstand halten. Schade, meine Minerva ist ganz und gar aufgeregt. Sie spürt, dass Akinos in der Nähe sind. Sie sieht gar nicht so aufgeregt aus. Moment, was erzähle ich denn jetzt? Ich weiß doch gar nicht, was eine Vivant denkt. Oder was ein Vivant denkt. Oh, das ist einfach. Sie sieht sogar noch süßer aus als sonst. Nicht wahr, mein Mädchen? Wer sieht noch süß aus? Wer ist eine feine Vivant? Ich überlasse sie dann dir. Ja. Scherz kommt aber nicht mit. Oder erzähl ich ja. Mann, ich gucke zu viel auf Englisch. Mein Herr, wisst ihr, helfen? Es ist Batman! Meine Freunde sterben, wenn ihr es nicht tut. Nein. Wie bitte? Aber meine Freunde, edler Herr, sie werden sterben. Ich bin nicht dazu geeignet, für irgendjemanden zu kämpfen. Dann sind sie verloren. Es ist Batman! Nein, 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 nein. Du da, was ist passiert? Wer bist du? Was ist passiert? Wo ist meine Brieftasche? Ach, Moment. Meine Leute fliehen vor einer Gruppe von Banditen um ihr Leben, mein Herr. Und jetzt sind wir getrennt worden. Oh, das ist das Schlimmste. Nun, heute ist dein Glückstag. Wir sind sehr gut im Töten von bewaffneten Banditen. Ihr helft uns auch. Vielen Dank, mein Herr. Wir sind auch noch gut im Machen von Waffeln, falls du Hunger hast. Erstmal nur helfen reicht. Ah, alles klar. So. Fällt was ein. Ich brauche einige Rettungsstäbe. Das war nämlich eigentlich meine Strategie auf meinem Extremspielstand. Das hat sehr gut funktioniert. Du nimmst deine Rettung mal ab und nimmst bitte die andere, die Vierer, falls ich die noch habe. Wo habe ich denn die? Nimmst du eben die Fünfer-Rettung, ist mir jetzt auch wurscht. Maribel lädt ihre Rettung mal auf. Lissa nehme ich auf jeden Fall mit und Maribel. Truhen habe ich keine, das heißt, Anna bleibt das mal zu Hause. Hier werden Fernkämpfer mit Drachen töten. Töter Magie, wollte ich schon fast sagen. Oh Mann, ich lese so viel Fairy Tale, ich merke schon. Da fällt mir gerade was ein. Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. So, erst einmal Linfan. Du legst das Arkuslicht ab und den Thronschlüssel. Und hier kann ich Arkusmagie kaufen. Warum habe ich das noch nicht vorher gemacht? Ach ja, weil ich blöd bin zum Teil. Das verkaufe mal und supi. So, Cordelia, du legst bitte deine beiden Arkuslicht ab. Der Rest behält das mal. Obwohl, Lissa, du legst eins ab. Und Maribel. Hier ist die Mixtur mal ab. Dann kaufen wir mal kurz ein. Maribel, du kriegst einen Arkuswind für die Mission. Lindfahren, du kriegst auch einen Arkuswind. Lissa kriegt auch einen Arkuswind. Und Cordelia kriegt dann Arcus Wind und dann Arcus Donner. Das war's erstmal. Moment, wo haben wir die Mission hier? So, in dem Quest F, wie man Zwilliger alias Batman. So, aber ich werde das wieder mal, ich werde das schnell überspringen. Ich habe mir vergessen einzukaufen. Das fällt mir immer erst eine Mission an. So. Chrome, Sully, Mike, Maribel passt. Die hat Rettung dabei. Noe, Donny sowieso. Lindfan, Lucina, die erstmal nicht. Nehmen wir Brady mit. Brady kann dann eine Rettung noch nehmen. Statt dem Purgativ nimmst du bitte mal... Nee, statt der Pflege nimmst du eine Rettung und das Purgativ nimmst du wieder mit. Mein Gott, heute derp ich echt rum. Da ist die Vierer-Rettung, die ich vorhin abgelegt habe. Ist auch egal. So, wen nehme ich noch nicht mit oder doch mit? Severa ist hier gut. Cordelia ist hier gut. Dann lassen wir alle Wayne zu Hause, oder? Wayne zu Hause? Lassen wir Lindfan da. Nee, Lindfan ist auch gut mit ihrer Windmagie. Noe und Donny sowieso. Na, wäre ja auch gut. Henry lassen wir mal da und nehmen... Wayne ist hier nicht so praktisch. Henry ist gut. Kernan brauche ich ja nicht unbedingt.
sie ist schnell genug und mit dem Arkuswind dürfte sie eigentlich die meisten. Hier kommen viele Vivernritter. Gerade von hier oben. Und ich werde Cordelia, das habe ich auch damals schon gemacht, hat damals was, glaube ich, sind hier. Hier ein bisschen rumfliegen lassen, um halt praktisch hier schon mal das meiste abzufangen. Das ist extrem gut. Um praktisch hier schon mal das, was hier reinkommt, um die Dörfer zu töten, abzufangen. Ich werde den hier und die zwei mal so ein bisschen auf einen Punkt retten. Alle mal so auf diese Insel. Und dann praktisch dafür, dass sie sterben. Ich kann nämlich jetzt viele Goodies abgreifen und das möchte ich machen. So, du gehst am besten mit ihrem. Wer ist eigentlich sein Vater? Ach ja, genau, ich weiß es, na klar. Ich habe gerade meine Parents nicht mehr im Kopf gehabt. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir noch einfach. Wir speichern mal kurz. Mach ich nie. Ich könnte mal gucken, was für Armeen haben wir eigentlich. Andere. Freie Streitkräfte. Dörfler, das gewöhnliche Langvolk. Raubeine, eine Bande bösartiger Schurken. Und Königreich von Elis, ein friedfertiges Reich, das Haufen Leute zu regiert von der gutherzigen Erhabenen, die schon längst gestorben ist. So, fangen wir einfach mal an. So, du gehst bitte mal hier mit. So, Lindfahren, du unterstützt kurz Brady. Da braucht einfach nur Magie. Die gibst du ihm mal kurz. So, dann rettest du bitte mal den hinteren Dörfler, wenn du es schaffst. Ja. Den rettest du mal. Maribel, du holst bitte mal den anderen Dörfler kurz her. Ich schaffe es nämlich, wenn ich es richtig mache, die hier in den Rand stelle. Das wollte ich wieder mit dem Finger deuten. Das ist so doof. Selbst wenn ich eine Facecam hatte, wäre das mit dem Finger doof, wenn ich auf dem Bildschirm rumdeute, weil. Oder nicht auf dem Bildschirm, aber halt. In die Nähe. Also. Ich mach schon wieder. Egal, also hier so ein bisschen hinstellen, dann kann ich halt die Wiebernritter, die von hier kommen, ein bisschen abfangen. Daher auch viel Windmagier und alles. So, Cordelia, du gehst bitte mal hier hin. Severa, geht bitte nach da. Donny und Noe, für euch habe ich schon was. Ihr geht nämlich bitte hier hin. Genau. So, den muss ich noch retten. Dafür habe ich Lissa. So, und dann am besten die Heiler immer so ein bisschen unten stehen lassen und halt hinten und die halt immer die Charaktere ein bisschen zurückretten. Mike hat keinen Argus-Wind, fällt mir gerade so auf. So, na, hier hin. Chrom, du redest mal bitte kurz mit Batman. Gehörst du den Dörflern? Wer bist du? Ich bin Batman, ich bin Jerome, ein Reisender. Diese Menschen sind in Schwierigkeiten, wirst du uns helfen? Ich sollte mich in solche Angelegenheiten nicht einmischen. Jeder stirbt irgendwann. Also würdest du unschuldig sterben lassen und es auf das Schicksal schieben? Ich habe schon zu viele Gräueltaten des Schicksals gesehen, um es anzuzweifeln. Also gibst du lieber auf, anstatt gegen diese Gräueltaten anzukämpfen? Deine Vergangenheit war düster und jetzt verdammst du die Zukunft zur Finsternis? Diese Art und Weise des Denkens kann ich nicht verstehen. Aber ich kann dich auch nicht zum Kämpfen zwingen. Komm mit uns, wenn du möchtest. Was weiß er von einer finsteren Zukunft? Nur ein Tor stellt sich gegen das Schicksal. Nicht nur ein Tor! Nein. Und ich denke, ich bin genauso ein Tor wie alle anderen. Also gut, komm, meine treue Minerva. Begleite mich in meinem letzten Kampf. In einen letzten Kampf. Den Namen Minerva, den habt ihr schon mal gehört. Genau, er ist nämlich der Nachfahre von Minerva aus Fire Emblem Shadow Dragon. Nein, ein Scherz. Er ist natürlich der Sohn von Krieger und Zelcher. Selbstverständlich. Geh mit Na mit. Warum eigentlich nicht? So, du gehst mal bitte mit ihr zu Chrom und Mike. Wäre nicht schlecht, wenn du gleich mal mit Maribel zusammen hier dich machst. Dann machen wir Chrom, Sully und Mike, Maribel machen dann da dicht. Links machen dann Noe und Donny. Die sollten alleine reichen zum dicht machen. So, dann werde ich erstmal gleich das machen, was ich immer mache, wenn ich eine fliegende Einheit dabei habe. Den. Und den. Und wahrscheinlich auch noch. Keinen mehr. So. Ah, doch. Den. Noch markieren. So, du hast einen Tomahawk. Du bist sogar relativ stark. Hast relativ. Aber ist nicht so schlimm. So. Jetzt kommt es drauf an. Du hier hin. Da kommen schon mal die ersten an den Dörfler ran, oder? Das ist bestimmt dieser fliegende Wichser. Nein? Nein. Ah, dann ist es der Bogen. Sind die Bogenschützen. Oder der halt. Genau. Das ist aber relativ egal. Ich mache nämlich gleich ziemlich die Schotten dicht. So. Schottenlicht vor allem. Du nimmst die Eisenlanze. Ist das was? Das ist jetzt. Ich mag das gar nicht. Das ist gefährlich hier. Lindfahren, du wechselst mal und legst Brady ab. So, die werden gleich auf Lindfahren einstürmen und auf Severa nehme ich mal stark an. Wobei, nee, ich lasse die nur auf Lindfahren einstürmen.
Ihr beide macht hier bitte mal dichts. Lissa, du wäre nicht schlecht, wenn du mal doch ein bisschen weiter rettest und die Dörfer mal so ein bisschen aus vom Rand wegziehst. Ich will nicht rechnen, dass die sterben. So, du gehst mal aus der Reichweite von Bogenschützen raus, beziehungsweise holst dir mal mit dem Arkoswind diese Typen vom Himmel. Einen muss ich noch nach links stellen, an den Rand, merke ich schon. Trifft nicht und tschüss. Kriegst jetzt zwar wieder viele, oder ja gut, aber kannst du dich gute Erfahrungspunkte holen. Aber es schadet ja auch nicht. So, links ist abgesichert mit Noe und Donny. Rechts kommt keiner, da ist keine Brücke. Schön ist, die Stürmer alle auf uns zu, das heißt, es ist eine relativ, eigentlich mehr eine Verteidigungsmission. Ist aber auch eher meins, muss ich tatsächlich nochmal dazu sagen. So, na, du bleibst mal hier links mit. Vorrat, habe ich irgendwas, das ich nirgends zerstucken kann? Oh, habe ich irgendwo Tikis Träne? Irgendwo gibt es doch so Tikis. Ja. Sehen wir mal doch mal sowas hier. So, verwendet man das doch mal. Dann haben wir ihn nochmal kurzzeitig gebufft. Das lohnt sich sogar. Und der weicht aus. Und... You're finished! So, passt. Dann kriegt Mike nochmal gute Erfahrungspunkte in der Mission. Du gehst auf Chrom. Das ist mir relativ egal. Nochmal, nur wenn, auch wenn er nur die Eisenlanze hat, danach bin ich trotzdem ziemlich fertig. Und du triffst dich. Bam! Tschüss, danke, Sally. Du gehst auf Mike. Du triffst auch so 34%. Aber Maribel blockt. Danke. Und der Crit ist sowas von unnötig. Bam! Aber trotzdem cool. Du gehst auf Chrom wieder. Okay, was machen die beiden da gerade? Ein lustiges Crit-Festival oder was? Was ich zurzeit critte? Also echt heute ist... Also ich habe die letzten beiden Parts waren auch noch aus der heutigen Aufnahmesession. Also der Part mit Nas-Mission und der hier jetzt. Also die beiden Parts aus Nas-Mission, beziehungsweise auch der aus Tikis-Mission, stimmt. Seit der Tiki-Mission ist alles eine Aufnahmesession noch. Und da fliegen heute Crits wie blöd, hey. Und danke, Linfan. Brady, du kannst deiner Schwester nicht ruhig mal ein bisschen helfen. So, ihr drückt an, aber das stört mich mal gar nicht. So, da kommen gleich von oben welche rein. Ne, nicht einmal. So. Severa. Bam, bam. So, Brady, du kannst dir auch immer ein bisschen Erfahrungspunkte holen, indem du... Deine Schwester heilst. Weil du bleibst neben dran stehen, ist ja wurscht. Ist ja keine Pflege, aber trotzdem Erfahrungspunkte nimmt Brady trotzdem. Der ist auch schon Level 12. Also ganz ehrlich, leveltechnisch bin ich gut dran, gerade mit den Kindern. Lissa macht es wieder weiter so. So, da kommt jetzt dann langsam mal der Bogenschütze ran. Oh mein Gott, da kriege ich ja schon fast Angst. Oh mein Gott, nein. Nicht mehr drüber lustig machen, das ist. So, hier kann ich sogar schon mal ein bisschen nach vorne rücken, weil hier kommt auch keiner ran. Nicht mal, da ist gar niemand. So, da kommen das die beiden ran, da kann Chrom sein Lanze trainieren. Mike, ja, schwierig. Soll ich das Donnerschwert mal hernehmen oder mal Maribel vorlassen? 14. Du, wenn du triffst, 25. Du, wenn du triffst, 18. Macht 43. Macht viel zu viel Holz. Nee, 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 nee. Moment, warte mal, kommt beide ran. Wenn ich hier hinstelle, dann kommt nur der eine ran. Dann geht's, dann könnte auch Brady Nofer wieder heilen. So, ihr zwei macht mal hier wieder dicht. Wie ich. Oh, Moment. Haha, stimmt. Bäm. Verteidigung und Ding erhöhen. Ich vergesse mal, dass ich sammeln kann. Das ist nämlich echt eine geile Sache. Oh, ich wollte fast sagen, dass ich dann trotzdem mit die beiden hier mit drin stelle, das Namen mit Erfahrungspunkte kriegt, ne? Lass mal erstmal. Na, stark genug. So, ihr zwei. Das waren dann alle. Bin wesentlich mehr hier gewohnt. Also ich merke schon, seit ich das mit Ring gespielt habe, ist das überhaupt keine... Okay, ist klar, ist keine Herausforderung mehr, wenn ich es auf 10 von geschafft habe. Aber das ist ja zimperlich, also lächerlich. Ja, egal. So, du hast du einen langen Bogen? Nee, du hast bloß einen Silberbogen. Noe, du bist eh OP. Der dritte war also auch egal gewesen. Danke, Donny. Drachensteine sind leider teuer und ich werde einen riesen Verbrauch noch haben. Juhu, leg dich los mit Noe an! Yeah! So sagst es, Loi. So, du bist auf Maribel, wie ich es auch erwartet hatte, aber wow, der trifft. Er trifft! Ach komm! Come on!
Are you fucking serious, Thor? Die rücken auch alle nach. Aber die kommen nicht ran. Ja, was für ein... Es scheint, als hätten die neuen Rückgrat. Benachrichtigt die Männer in der Festung. Sag denen, wir haben hier Rückgrat, das gebrochen werden muss. Ach ja, stimmt. Da kommt auch noch Verstärkung nach. Du kämpfst nicht ran, aber... Ach, gefährlich. So. Lebgefährlich, Alter. Lebgefährlich. Passt schon. Brady, heil deine Mutter. Und noch ein Level für Brady. Brady. Wow. Ha, es kann weitergehen. Snickers, weiter geht's. Brady, wusste gar nicht, dass du Snickers magst. So, hier eine Lanze. Hier den Typ mit der Lanze aufschließen. Zack, zack. So, Lanze wird die immer noch. Maribel rückt so weiter vor zum Dichtmachen. Ihr zwei fangt dann gleich mal die Wiebernritter ab. Da hilft Nah dann noch mit. Beziehungsweise Nah, du machst das erstmal anders. Du tötest erstmal den hier. Oder machst schon mal Schaden. Kämpfst gegen ihn so. Damit danach sie wahrscheinlich sowieso nah angreifen und sie von den Werten die Schwächste ist. Den kriegt du immer ein paar Erfahrungspunkte. Cordelia kann schon mal anfangen, die hier umzuhauen. Arcus Wind. Daneben Arcus Wind. Tschüss. Und du bist der Nächste. Muss ich trotzdem ein bisschen aufpassen, dass ich sie vielleicht einen Heiler näher lasse. Falls sie dann doch mal auf einmal auf die Idee kommen, alle zu treffen. Ich glaube, die stimmen eh nicht auf mich zu, sondern gehen eher auf sie. Der hat eine Silberaxt. Treffer 106, Ausweichen 61. Der dürfte eigentlich nicht so gut treffen. Aber na gut, ich habe mir da schon oft verrechnet, irgendwie ohne. Obwohl eigentlich verrechnet. Du holst den letzten Rohr nochmal hier nach unten. So, von links kann nichts kommen. Und die anderen, die rechten, sind alle so am Rand, dass kein Wiebernritter rankommt. Das hat nochmal Level 13. Was hat es gesagt? Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht gelesen. Egal. So, das passt. Wer fehlt noch? Ach ja, ihr. Naja. Du gehst wie geplant auf Nah. Selbst wenn du triffst, macht kaum Schaden. Und tschüss. Und noch ein Level up für Nah. Juhu. Ausgezeichnet, ich bin stärker als je zuvor. Sowieso die Tochter von Donny und Noe, die muss ja OP sein. Du gehst auf Cordelia. Genau, 45%, das war berechnet. Und auf Wiedersehen. So, da kommt ein Bogenschütze und noch so ein Eumel. So, da kommt gleich ein Wiebernritter. Von da rechts kam mir sowieso niemand was. Du gehst Richtung Cordelia und du bist auch nochmal nach, okay. Und da kommt nochmal jede Menge Wiebernritter nach. Chrom, du erstmal hier hin und Maribel. Du nimmst dann Arcus Wind habe ich gesagt, und gehst hier hin. So, da kann mir keiner was. Da kann mir keiner auch nur irgendwas anhaben. So, dann machen wir es nochmal ganz. Oh, ihn von den beiden soll ich jetzt mehr Erfahrungspunkte geben. Donny mal ein bisschen und Nah geht hier hin. Freddy bleibt mal hier, der heilt halt dann, wenn es sein muss. Und Cordelia, ja, das ist das blöd, weil da kann ich nicht mal. Obwohl. Den machst du zu 100% Platz. Dann mache ich den und danach den linken. Genau, und jetzt kommt der hier noch dran. Böhmend ist so eine geile Fähigkeit. Das ist einfach so krass. Und einmal und. Tschüss. Ich freue mich schon, wenn ich mir Einheit mitnehmen kann. So, Level 18. So, das muss ich jetzt lediglich wiederholen. Ja. Aber sie wurde mal getroffen. Das heißt, sie sollte es doch wieder. Ich sollte den Heiler näher lassen. Bitte, Brady, du kommst nicht ran, oder? Nee. Naja, wegen dem einen verschwende ich jetzt kein Ding. Du sammelst mal ein bisschen, dann kriegst du nochmal ein bisschen Verteidigung drauf. So, dann lass uns doch mal kommen. Und du gehst auf natürlich Maribel. Aber du triffst nicht. Ja. Und tschüss. Du gehst wieder auf Cordelia. Ist schön, mit der Dunkelschwinge hat man hier ziemlich die Luft hochhalten. Das ist ziemlich schön. So, weiter geht's. Ihr rennt alle nach da. Ihr rennt ihr neu verderben. Aber ich muss ein bisschen aufpassen. Ihr rennt nämlich Richtung Mike und Chrom. Die ganzen Wiefernritter rennen alle Richtung, Richtung Cordelia. Stimmt hier der Entlastung?
Ich halte dich ja nochmal selber. So, du hast eine Silberaxt, du hast einen Tomahawk, du hast einen Tomahawk. Dann fange ich jetzt noch mit dir an. Ich hoffe, von Arkos wird mir ausreichen. Ich habe schon ziemlich viele Wirbelritter zerlegt. Ja, stimmt. Und was macht der Arkos Donner? Der macht das 2x19. Der reicht nämlich gar nicht aus. Aha. Jetzt kriege ich da noch ein Problem. Wobei, ich glaube, so viele sollten gar nicht mehr nachrücken. Daneben und tschüss. Ich habe das nicht mal allzu viel. So, 5 kann ich noch umschnetzeln. 3 sind noch da. Das heißt, sollten noch welche nachspawnen, muss ich zurück. Erstmal gucken. Und ich würde schon fast sagen, dass Maribel hier auf die Außen geht und Brady und Lynn fahren. Das hier machen. Ja, glaube ich, gescheiter. So. Du gehst auf Cordelia und auf Wiedersehen. So, und die nächsten beiden rücken gleich mal nach. So, der Boss rückt schon nach, also wird keine Verstärkung mehr kommen. Ihr zwei kommt. Ich würde sagen, dass ich hier das mal mit Severa mache. Jo, Wirbelwind-Einheiten sind einfach so krass und so OP zum Teil. Und Level Up für Severa. Ich grinse nicht, ich fauche! Ja, wie immer. Ich würde sagen, mach die Mission den Part, kriege ich sie, glaube ich, sogar noch zu Ende. Schön, schön, schön. Ja, Connor, zieh mal die Länge. Dann wird die Aufnahme sehr schnell sowieso danach beenden. Dann machen wir die nächste Nebenquest oder jemand anders. Oder ich nehme noch was anderes auf. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine, Sonderkart zum Aufnehmen. Du stirbst jetzt auch nochmal. So. Und tschüss. Guck wieder mal. Boah, die kriegt gleich wieder ein Level-Up. Braucht bald einen Zweiziegel. Ach, Mensch, Level 14. Oh, nice. Und Mike ist auch schon Level 14. Maribel ist schon Level 14, ist bei Level 15. So, zack. Und danke, Maribel. So, dann hier mal bitte Lind fahren. Das Stahlschwert, das darfst du ein bisschen ausreizen. Vielleicht kann Brady, greift Brady mit an. Danke, Brady. Und nochmal ein Ignis, okay. Ich finde, Lind fahren gefällt mir blond einfach extrem gut. Das war auch meine erste Wahl, auch blond. Das war damals Lissas Tochter und hat mir auch schon damals schon sehr gut gefallen. Damals beim ersten Mal durchspielen, wie lange ist das her? Geht's grob ein Jahr schon. Das war ein Jahr schon her. Das Spiel ab und ich spiele es immer noch so gerne. Da merkt man einfach, wie gut das Spiel ist, was, wenn man nach einem Jahr nicht im geringsten die Lust dran verliert. Das ist halt, das macht ein gutes Spiel aus. Wenn ich nach einem Jahr immer und immer wieder immer noch die Lust habe, das Spiel immer noch immer und immer weiter zu spielen. Das ist ja schon ewig, also ich bin gut mehr als ein Jahr draußen, aber ich habe sogar grob von Jahr schon, habe ich mir geholt. Ja, ungefähr. Müsste die Zeit sein. Ich kann es eigentlich mal nachgucken vom anderen DS da, wo ich es zuerst gespielt habe. Ich spüre einen riesigen Unterschied. Finde ich gut, Chrome. So, der nächste ist der Kerl hier. Wo kommst du eigentlich? Dann haben wir den Bogenschützen mal zur Distanz Platz. Ja, dann kriegt Lindfan noch ein Level ab. Wow! Die macht sehr viel Schaden. Tschüss. Und ein Level Up für Lindfan. Brady und Lindfan war damals auch mein erstes Pairing. Also die beiden habe ich auch damals beim ersten Spielstand verheiratet. Ein großer Schritt Richtung meines Ziels. Ja, dein Ziel kommt immer näher, ich weiß. So, die hat auch echt krasse Werte schon. Also ganz ehrlich, wow. So, Mike hat bei Level 15, wobei das eigentlich auch relativ wurscht ist bei ihm. So, Lissa. Ja, das ist wurscht nicht, aber die Fähigkeit, die er hat, ist halt nicht so. Obwohl, ja, die ist recht gut, aber nicht so überragend. Danke, Henry. Du brauchst einen neuen Nosferatu. Ich vergesse es immer wieder. Ich kann ein paar Wetten abschließen, ey, weil ich oft dies noch vergesse. So, Mike zerlegt den. So Einheiten, die ich halt auch einfach fest mitnehmen, beziehungsweise Mike und Chrome muss ich halt ein bisschen mehr leveln. Wenn die mir sterben, ist es halt ein Game Over. Und ich hab's geschafft, alle Dörfler zu retten. So, da leben noch welche. Du greifst doppelt an, aber du machst halt auch null Schaden.
meine, noch ist nicht in trockenen Tüchern, aber ich glaube, jetzt werden wir keine Dörfer mehr sterben. Sorge, was nochmal ein Soul. Also noch ein KP, was du triffst. Auch in 92% sind, wir wissen ja, wie es bei Pokémon ist. Da trifft man ja trotzdem manchmal nicht. So, Severer wird man noch machen, aber eigentlich passiert gar nichts mehr. Weil du gehst auf nah und wirst doch daran jetzt eiskalt zerschellen. Jo, und tschüss. Doch Level up für nah. Coole Sache. Gut, ich fühle mich stärker. Freut mich, ne? Und du gehst nochmal auf nah. Ja, nah doppelt hat noch zu wenig Leute, aber dann soll Donny nochmal den Finisher setzen, dann. Bam! Darf doch noch was machen, ne? Dann kriegt ihr vielleicht auch noch Level 10. So, Donny. Vielleicht mal mit dem Stahlschwert. Dass du dein Schwertlevel noch ein bisschen mittrainierst. Zack. Donny, wenn er Kriegerwaffen tragen kann. Oh, dann ist der so OP. So, Nachricht sind hier lang. Weißt du, die Kinder habe ich halt auch nicht großartig vor zwei Rad. So, Chrom könnte hier nochmal, ja, Linfa, nee, jetzt nicht. So, nimm dann Falchern, wobei das reicht, ja, mit Falchern reicht es auch nicht unbedingt, außer vielleicht kommt ein Aether oder ein Crit oder Sunnycraft oder so. Ob wie immer dann ein Mensch, jeder ist aufpfiffig, bis er die Peitsche spürt. Du spürst vielleicht keine Peitsche, sondern mein Schwert. Ein Critical. Ich bin, das kann nicht sein. Und tschüss. So, Chrom nochmal Erfahrungspunkt im Goldbeutel. End nochmal erhalten. Und Mike und Maribel sind die Helden. Thank you. Unsere Retter, ihr habt mehr gerettet als nur Leben. Ich glaube wieder an die Menschlichkeit und dafür schulde ich euch Dank. Hier, mein Herr, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Und ich danke dir. Hail, Traveler. Habt eine sichere Reise. Wir werden euch in unsere Gebiete einschließen. Was kriegt man denn hier nochmal alles? Ein Würmtöter, ein Waffenschreiben, Erholung, ein Goldbeutel M, eine Engelsrobe. Sie richtig gelohnt, hier die Dörfer zu beschützen. Hast du einen Moment? Warum? Ich hatte gehofft, du würdest mir deine Wiener vorstellen. Dann frage ich erneut. Warum? Um zu sehen, welche von beiden süßer ist. Nicht sehr anständig von mir, da meine die schönste auf der Welt ist. Tu, was du willst. Das werde ich, danke. Oh. Hihi, oh, du bist so süß. Du siehst fast so aus wie Minerva. Fast alles ist gleich. Was ist das für ein Zauber? Sie sehen identisch aus. Sie sind ein und dieselben. Minerva, bist du das wirklich? Ist das wirklich du? Du kannst sie von Kopf bis Schwanz nach Namen und Malen untersuchen. Oder du schaust dir einfach diesen Ring an. Ich kenne diesen Ring. Dann bist du also... Der bin ich. Eigentlich wollte ich nicht, dass wir uns treffen. Warum nicht? Ich kam zurück in die Vergangenheit, um Minerva freizulassen. Nicht um Eltern ausfindig zu machen, von denen ich mich schon verabschiedet habe. Du bist durch die Zeit gereist, um Minerva freizulassen? Aber warum? Gibt es denn keinen Himmel in der Zukunft? Yes. Keine Vivans, sie ist die letzte ihrer Art. Die Stimme ist anstrengend. Ich konnte sie nicht diese Einsamkeit aussetzen. Sehr Glück, dass sie jemanden kennt, der so gütig ist. Und ich scheine dasselbe Glück zu haben. Sprich nicht so mit mir. Ich habe nicht vor, dir näher zu kommen. Das Schicksal lässt sie nicht ändern. Dieser Krieg fordert vielleicht erneut dein Leben. Und ich werde nichts haben und dieselbe Mutter trauern. Meine Last ist schwer genug. Trotzdem trägst du sie noch. Pathetic. Genug. Thank you. Vielen Dank, Jerome. Ja, der Part ist eh lang genug. Das heißt, Supports werde ich auch aus dem nächsten Part lesen. 30 Spielstunden, fast genau. Ups, da kam der Moment erst nochmal laut geredet aus Versehen. So, erstmal die Karte aktualisieren. Die Supports, ja. Jerome und Jerome mit. Okay. Viel Jerome. Aber ich muss sagen, das war's mit Fire Emblem Awakening für heute im nächsten Part. Nehmen wir die letzten Quest of Scorn und danach endlich in der Hauptstory weiter. Nach langer, langer Zeit. Ja, das war's dann erstmal. Bis dann und ciao.